Watch Ending. Nein. Während die vorangegangenen Level nicht viel schnellere Reaktionen von dir gefordert haben, wird dieser etwas schwieriger. Die Pinguins kommen aus zwei Eingängen gleichzeitig und es ist deine Aufgabe, beide Gruppen umsichtig zu koordinieren. 40 Pinguine haben und 25 sollen überleben. Okay, wir müssen... ach du Schande. Das ist jetzt nämlich Schluss. Wenn nämlich das so groß wird, ja. Also hier unten zum Beispiel, ich glaube, wir können keinen ein, aber auf jeden Fall. Wir müssen eigentlich. Hä? Ja, einige müssen sterben, glaube ich. Halt! Nein, nicht sterben. Gott sei Dank, alle überleben. Ganz ruhig. Wir brauchen ja nur einen hier, der hier buddelt. Buddel, buddel. Halt, nein, das war falsch. Ah, oh. Ah, oh. Halt. Oh. Jetzt geht's schon los. Nein. Aber man sieht schon, es wird dann immer... Oh, 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 das wird doch nicht. War es das schon? Da kommen bestimmt noch mehr, wa? Ja, die müssen sterben. Die müssen nämlich jetzt sterben, weil die haben keinen anderen Weg. Ja, schade, ne? Okay, tschüss. Ja, pff. Na, ich weiß, sie wollen natürlich hinter mit denen, ja, Alter. Aber wenigstens haben wir 30 geschafft, ey. Ja, also 10 sind gestorben, aber ist ja logisch, ne? Also es ist vorherzusehen, dass viele sterben. Sonst hätten da nicht 40 gestanden. So, springe aus Freude. Manchmal muss ein Pinguin eine Plattform erreichen, die weit weg ist und nicht durchlaufen erreichen werden kann. Dann ist der Springer hilfreich. Er erlaubt es einem Pingo, einen kleinen Sprung zu machen und ermöglicht es so, die Plattform zu erreichen. 25 haben wir und 5 sind zu retten. Wir wissen ganz genau, wenn so wenig zu retten sind, heißt das Alarmstufe rot. Ja, 80 können springen, wir haben 5. Okay. Ich weiß ganz genau, wieso. Okay. Konzentration. Geht schon los. Also hier muss man ein bisschen ab und zu Stopp machen, einfach aus dem Grund, damit man es überhaupt schafft. Weil man möchte schon am Anfang... Jo. Hoffentlich... Also das kann, so schnell bin ich leider nicht mit der Konzentration, da muss ich schon mal Stopp machen. Siehst du, weil sonst passiert nämlich das. Als Demonstration und dann... ja, stirbt nämlich einer und das ist der hier. Aber gut. Ja, siehst du, ich schaff das ja nicht. Man schafft das nicht. Und dann sehen wir wieder dumm aus. Ey, aber das könnte was werden. Guck mal an, du. Das ist sogar richtig gut. Das ist sogar richtig toll. Das macht mir Spaß. Ja. Ja, sie stören jetzt alle hinterher. Und bam. Und bam und bam und bam. Oh, das war jetzt schlecht. Das war aber logisch. Komm. Aber es sind nicht mehr, es sind gleich alle weg. Zwei sind, glaube ich, jetzt gestorben. Ich habe beim letzten Durchlauf sind so viele gestorben, weil ich das ohne Pause machen wollte. Und da sieht man es mal. Das wird wohl nichts. Okay, komm, los, springen, springen. Das war klar. Wir haben 22 gerettet von 5. Ey, das muss man immer schaffen. Es sind 3 gestorben, also alles noch super. Bergmanns Himmel. Um eine weitere
Fähigkeit taucht auf. Und eine weitere Fähigkeit taucht auf. Es ist wieder eine Fähigkeit zu graben. Und dieses Mal diagonal. Sie erlaubt es einem Pinguin, diagonal durch den Boden zu graben und damit einen Weg für die folgenden Pinguine zu bahnen. Diese Fähigkeit heißt Bergmann. Ach, das ist die Spitzhacke. So, dann müssen wir nämlich das so machen. Hier können wir noch mal ein bisschen dicker machen. Machen wir mal so. Spur ein bisschen vor. Okay, wir müssen jetzt genau hier einmachen, weil dann kommen sie nämlich genau dann da an. So. Bam, 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 bam. Hinterher, alle hinterher. Wunderbar. 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Nein. Und alle gerettet. Erfolg. Hui, das läuft doch noch gut. Opfere einige und rette den Rest. Ja, also manchmal, also es ist, lässt sich gar nicht vermeiden. Es ist schon vorprogrammiert. Hauptsache ist Überleben. Ja, von 30 müssen 10 überleben. Das heißt, okay. Manchmal, wenn kein anderer Weg existiert, musst du dir deinen Weg durch den Boden sprengen. Ein Pinguin kann es dies tun, indem er sich selbst sprengt. Dies wird ihn töten, aber es ist eigentlich eine es ist gelegentlich notwendig, einige zu opfern, um den Rest zu retten. Ja. Wir sehen schon, wieso. Wir müssen jetzt einige sprengen. Bam. Ja. Und zwar müssen wir genau richtig machen, weil sonst... Wir sehen schon... Bam. Oh, vielleicht ist es nicht so schlecht. Ah, vielleicht ist es nicht so gut, wenn die jetzt, wenn man nämlich glatt mal, dass die so runterfallen, ja, so, dann sind sie nämlich langsam, aber auch am Ende, ne? Okay. So überleben wenigstens ein paar. Und, bam. Gewonnen. Das ist doch wunderbar. Dankeschön. 24. Und blockiere und sprenge. Alter. Wir haben's. Also. Oh, jetzt wieder Englisch. Mein Freund, ihr müsst mal lernen, was übersetzen heißt. Once again, it's time to compare the things you have learning in your previous levels. Blast you way free and make sure you also keep the rest of the pingos and on the control. The blocker action will be helpful. 35 und 15 müssen überleben. Das heißt, wir müssen, das scheint sogar schon mal ein Deutscher, und jetzt also, wir müssen einige sprengen und einige auf. Warte, also hier sieht man, den müssen wir sprengen. Bam. Und den müssen wir jetzt dazu bringen, dass er hier stehen bleibt. Also, der bleibt dann übrig, den müssen wir ja auch sprengen oder. Ja, was auch immer. Oh no. So, damit sie nicht weit laufen müssen. Oh mein Gott. Wie wollen sie das denn machen? Der überlebt doch keiner mehr. Der überlebt doch keiner mehr, Freunde. Das kann ich doch gar nicht erzählen. Nee. Und das funktioniert jetzt? Okay. Dann hinterher und bam. Und bam. Okay. Das geht noch. Stück für Stück für Stück. Und die anderen müssen wir sprengen wahrscheinlich, denn... Ja genau, die müssen, weil es müssen alle Pinguine irgendwie weg sein und darum sprengen wir die einfach mal und sagen Tschüss. Opfer muss man bringen. Dankeschön. Fester Boden kann den Weg blockieren. Ich glaube, ich nehme jetzt hier einen Rutsch auf und mache das dann als komplettes, also als verschiedene Folgen. Vielleicht wird es doch ein Let's Play, ich weiß es nicht. Ich schau mal.
Aber ich spiele das auf jeden Fall durch, glaube ich. Fest auf, okay. Wie du in den frühen Level gelernt hast, kann ein Pinguin durch fast alles graben. Aber es gibt ein Material, durch das sie nicht durchkommen. Stahl. Diese Bereiche sind auf der Karte des Levels dunkelgrau markiert und können nicht zerstört werden. Also finde einen Weg, sie zu umgeben. Okay, wir müssen wieder... Ah, okay, jetzt hat man ein bisschen mehr. Man sieht es jetzt schon. Okay, wir schauen mal kurz. Wir müssen... Also, okay, ich sehe es jetzt ganz genau. Also, hier machen wir auf jeden Fall erstmal schon mal so einen Stopper hin. Das machen wir auf der anderen Seite hier genau hier auch, so damit sie alle schön hier bleiben. So, dann machen wir gleich den Kerlchen hier. Die müssen wir eine halbe Stunde sprengen, darum sind die Dinger da. Es sind immer mehr als man braucht. Man braucht manchmal nur ein bisschen. Nein, halt, falsche Richtung. Okay, das müssen wir nochmal machen. Wenn man nämlich die falsche Richtung macht, dann werden jetzt alle sterben. Also sprengen. Das war wohl nichts. Armageddon. Neuer Versuch. Also es war aber schon richtig. Also man muss. Da merkt man schon, man muss schon ein bisschen aufpassen. Jo. So, den machen wir denn hier. Achtung, einmal bitte. Nein, 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 nein. Ich weiß so klar. Oder doch nicht. Ich bin jetzt sehr schön. Oh Gott, ich hab Angst, dass ich die falsche Richtung mache. Oh, das war die richtige Richtung. Vor allem, wenn so viele Pinguine sind. Man sieht nicht wo, was, wie, rum. Und hier muss man jetzt auch aufpassen, weil sonst kriegt er ja den Tod. Also komm, bleib Tunnelbauer. Ja, bleibt alle weg von ihm und doch. Da sind viel zu viele. Ah. Oh. Man muss immer der Masse folgen, dann geht das schon. Es hat funktioniert. Okay, wir haben es geschafft. Tschüss, ihr beiden. Ihr müsst leider auch von uns weichen. Sieg. 2020 draußen und 18 haben wir gerettet. Ja, wunderbar. Zwei sind gestorben. Das geht halt. Lerne Brücken zu bauen. Genau, das ist auch so ein Akt. Das ist... Wenn kein Springer da ist und ein großes Loch passiert werden muss, kann eine Brücke sehr nützlich sein. Es dauert einige Zeit, sie zu bauen, aber anders als die Springerfähigkeit erlaubt sie auch den nachfolgenden Pingus auf die andere Seite zu kommen. 15 haben wir und 5 müssen überleben, wir wissen schon genau jetzt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall... Also ich weiß ganz genau, was jetzt passieren muss. Wir müssen den bauen, dann brauchen wir einen Stopper, damit die nicht... weil sonst rennen die alle hier schon rüber und machen den Tod. Weiterbauen, noch weiterbauen. Ein Stück noch. Ja, es reicht aus, das ist viel zu hoch, das reicht aus. Nein! Falsche Richtung. Oh Gott. Oh nein, jetzt habe ich das falsch gemacht. Das ist genau das Problem. Man macht manchmal Sachen falsch, die will man gar nicht mehr machen. Okay, jetzt wird es also schon ein bisschen schwieriger. Also ich muss schon mal auf meine Pause-Taste drücken jetzt. Aber ja. Wir brauchen einen Stopper. Und zwar genau hier. Und wir brauchen eigentlich auch hier einen. Reicht das nicht schon aus? Wie sagt das eigentlich aus? Oh ja, es reicht aus. Du sprengst dich in meine Luft und dann haben wir das dann. Nee, halt! Brückenbauer Nummer. Nein. Wunderbar. Man hört schon mal dieses Dok, das heißt. Oh Gott, die fallen doch jetzt alle runter da. Muss jetzt leider sein, weil ich wusste genau, ganz genau, dass der da runterfällt. Also es hätte schon ausgereicht, dieser eine, aber wir können es doch nicht ändern.
Also hier brauchen wir keine Brücke. Brauchen wir eine Brücke? Ach bitte, wir brauchen ja keine Brücke. Ach, wir brauchen ja eine Brücke. Wir brauchen eine Brücke und wir brauchen einen Stopper. Aber diesmal kann Kinder sterben. Oh Gott. Hoffentlich. Weiß, glaube ich, auch so. Sag mal. Ja, das sollte reichen. Ich warte aber lieber ein bisschen frei, dass nicht, dass sie alle hinterherlaufen und dann komme ich nachher nicht klar. Okay. Genau, ist nämlich logisch, dass der erstmal, wenn laufen die alle hier rum, wie er hier so. Okay. Ich lasse die erstmal alle hier so. Der kann ja in Ruhe bauen, bis der hier fertig ist. Der hat ja noch Material zur Verfügung. Jo, ja, das reicht auch. Wie gesagt, das ist ausreichend. Nein, ich sterbe. Oh Gott. Wir müssen ja nämlich von der anderen Seite nämlich auch ranbauen. Das ist nämlich ganz wichtig. Hoppala, nicht, bitte nicht. Wie gesagt, dass die sich nicht durchqueren, ja. Genau, die müssen sich eigentlich überlappen. Oh Gott. Hoffentlich geht das jetzt so. Ich schau mal, nicht, dass er, wenn er. Ah, es funktioniert so. Wunderbar, das heißt, es funktioniert. Okay, da sind schon Pinguine. Die werden sowieso erstmal alle da laufen, also wir können den erstmal springen. Bitte, alle hinterher und bitte nicht sterben. Hoffentlich reicht das, reicht das. Aber. Oh. Wieso alle hinterher und den natürlich auch noch. お魚くわえたドラ猫の実。